Hallo, mein Name ist Camero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 18 Karrieremodus mit dem BVB. Und heute machen wir eine kleine Transferfolge. Also ich will heute auf jeden Fall noch zwei Spieler gekauft haben. Eventuell, ja, meine Favoriten sind Iñaki Williams und Kasper Dolberg. Das sind die zwei. Und eventuell werden wir noch ein paar Spieler verkaufen. Rode ist so kurz davor, wirklich verkauft zu werden. Aber da brauchen wir nicht unbedingt einen Ersatz, würde ich fast behaupten. Weil wir ja eben noch einen Dahoud da sitzen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das reicht erstmal so. Aber eventuell werden wir uns noch um einen ZM kümmern. Aber gucken wir erstmal, wie die Folge so verläuft. Wir werden auf jeden Fall hoffentlich Subotic verkauft kriegen, Park verkauft kriegen und eventuell Schürrle. Müssen wir mal abwarten, ob da irgendwie noch Angebote kommen. Durm hat ein super Angebot gekriegt. Da haben wir es leider in der Verhandlung verkackt. Wie gesagt, die Verhandlungen sind irgendwie, die Transferverhandlungen sind irgendwie schwieriger geworden. Man kann nicht einfach eben so das, weiß nicht, das Doppelte an Marktwert oder sowas bieten oder haben wollen und die machen das mit oder verhandeln dann noch, sondern die brechen viel, viel früher die Verhandlungen schon ab und da müssen wir uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir da auf jeden Fall schon mal wirklich Bescheid wissen. Also, wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen was tun. Sebastian Rode ist auch verkauft, also der erste Verkauf ist tatsächlich in der Tasche. Wir werden mal kurz die Simulation stoppen, damit wir ein bisschen was erreicht kriegen. West Ham United ist daran interessiert, Nuri Sahin zu kaufen. Nuri Sahin, dadurch, dass wir jetzt Rode verkauft haben, würde ich fast sagen, dass wir Nuri Sahin blocken, dass wir das Angebot ablehnen. Ich glaube, noch ein ZM zu verkaufen, das würde keinen Sinn ergeben. Also 12,6 Millionen, ZSKA Moskau hat Sebastian Rode verpflichtet, also da ist alles in Ordnung. Wir werden uns heute auf jeden Fall tatsächlich um Iñaki Williams nochmal kümmern, also wir versuchen es nochmal. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, 21 Millionen geboten, das war denen zu wenig. Jetzt wollen wir nochmal versuchen, da irgendwas hinzukriegen. Und hier steht auch schon, wir werden wohl ein Angebot zwischen 32,4 und 47,1 Millionen abgeben müssen. Bei Kasper Dolberg ist das ein bisschen besser, 19,5 und 28,5. Mit Glück, mit ganz viel Glück, können wir beide hinkriegen. Aber das wird schon sehr schwierig. Wir haben jetzt ein Transferbudget von ungefähr 64 Millionen, schätze ich. Nee, 69 Millionen sogar. Also können wir tatsächlich beide kriegen. Wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Wir werden es genau jetzt versuchen. Ich werde jetzt 30 Millionen bieten. 30 Millionen werde ich bieten und dann werden wir gucken, ob da irgendwas bei rumkommt. Also wirklich. Ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was die von mir wollen. Mal gucken. Mal gucken, ob jetzt 30 Millionen einigermaßen akzeptabel ist. Transferbudget sagt er jetzt 39 Millionen, aber das ist das Restbudget, was wir nach diesem Kauf dann hätten. Also von daher ist das noch akzeptabel. Und die wollen 38,5. Wow. Weiterverkaufsgebühr 10% können wir eigentlich lassen, aber 38,5 Millionen ist deutlich zu viel. Wir versuchen es mal mit 32,5 und lassen die Weiterverkaufsgebühr, den Preis noch weiter zu senken. Verdammt. Jetzt ist halt die Frage, 38,5 Millionen, lohnt sich Iñaki Williams für 38,5 Millionen? Das ist echt schwierig. Wir machen ein Gegenangebot, wir machen 5%. Wir lassen jetzt das Geld, aber machen 5% Weiterverkaufsgebühr. Wie gesagt, wir sind hier noch in der Lernphase, wie es im Karrieremodus am besten funktioniert. Wir wollen auf Teufel komm raus, nicht 38,5 und pass auf, ich handle jetzt so lange, bis da irgendwas, bis der runtergeht. 36,5, jetzt komm. Das ist durchaus kein schlechtes Angebot, aber unserer Meinung nach ist Williams mehr wert. Wir sind kompromissbereit, was die Summe angeht. Hä, bist du doch gar nicht. Ich hab Bock auf ihn, ganz ehrlich, ich hab Bock auf ihn. Ich will ihn einfach jetzt haben, ich will ihn einfach testen, ich will ihn einfach mal spielen, so. Wir machen's, also ganz ehrlich, wir machen's fertig. So, dann gucken wir mal, dass wir auch mit Iñaki Williams selber verhandeln. Wir sollten mit der Teamrolle beginnen. Rolle im Kader. Also so richtig wie Iñaki Williams sieht er auch nicht aus, oder? Naja, mir ist es erstmal egal. Scheiß drauf. Also, er wird perspektiv, sporadisch, er wird ein wichtiger Spieler. Redet eigentlich irgendwer von den beiden mal? Oder ist das alles hier irgendwie... Sehr gut, das entspricht unseren Vorstellungen. Ja, nice. Okay, kommen wir zum Wesentlichen. Wir sollten jetzt über Vertragslaufzeit sprechen. Mein Klient erwartet einen Vertrag über 4 Jahre. Ja, gut. Das ist okay. So, Gehalt. Okay, 30.500 ist sein aktuelles Gehalt.
Weiß ich doch nicht. Komm, du verdienst bei uns ein bisschen mehr. Du verdienst bei uns ein bisschen mehr und das ist in Ordnung. Bonus hinzufügen, das... Spiele ohne... Achso, das ist okay. Nee, kein Bonus. Wir sagen ihm einfach, dass er 35.000 pro Woche verdient und dann ist alles gut, würde ich fast sagen. Das erfüllt immer noch nicht unsere Erwartung. Mein Klient wünscht sich ein Gehalt von 30.000... Hä? Wir möchten einen Einstiegsbonus von... What? Naja, zumindest sind es 5.000 pro Woche weniger, ne? Komm, wir akzeptieren das einfach. Einstiegsbonus 460.000. Das ist wahrscheinlich die Abschlussgebühr für den Vertragsabschluss. Und Einsätze, 700.000 kriegt er bei 20 Einsätzen. Wow. Das ist schon viel, ne? Aber wir akzeptieren das jetzt einfach. Naja, ist halt so. Also das ist auf jeden Fall, was die Transferverhandlung angeht, eine Steigerung, definitiv. Das mit der Optik, dass die da sitzen und so, ja, drauf geschissen. Das ist jetzt nicht so dolle. Aber naja, immerhin. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Und wir hätten auf jeden Fall damit unsere erste Verpflichtung getätigt. Iñaki Williams wird unser Team verstärken. Ich habe Bock auf ihn. Ich habe einfach Bock auf ihn. Das ist der einzige Grund. Und den können wir auf jeden Fall ausprobieren. Und ich würde sagen, dass wir Kasper Dolberg auch nochmal anfragen. Es ist total unkreativ, Kasper Dolberg irgendwie zu verpflichten. Das macht jeder. Aber ich habe ihn noch nie gespielt. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gespielt. Ich will ihn mal gerne spielen. Und wenn er uns nicht gefällt, dann wird er wieder verkauft. Und ihr wisst, wie das läuft. Ihr wisst, wie das läuft. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir ihn jetzt irgendwie kriegen. Transfersumme anbieten. So, 19,5 Millionen wurde gesagt, ist das Angebot, das Mindestangebot. Das machen wir jetzt erstmal. Der wird wahrscheinlich eine Weiterverkaufsgebühr irgendwie reinnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. 6%! What? Aber es geht sogar. 21,8 fordert er Weiterverkaufsgebühr auf 6%. Das ist, glaube ich, echt noch im Rahmen, ne? Also dann würde ich sagen, dass wir die senken auf 4 oder so. Und neue Transfersumme machen wir... Was haben wir geboten? Wir haben 19 geboten, ne? Dann machen wir 20,8 und gucken mal, was er dazu sagt. So, jetzt gucken wir mal. 20,8 und 5. Okay, wir sind mit der Transfersumme einverstanden. Wie wäre es mit 5% der nächsten Transfersumme? Ja, dann haben wir uns in der Mitte getroffen. Ist vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Für Kasper Dolberg 20,8 Millionen. Ist, glaube ich, okay. Ist, glaube ich, echt okay. Und dann hätten wir auch den zweiten Spieler verpflichtet. Also zwei Spieler sind auf jeden Fall da. Oh nee, wir müssen noch mit Kasper Dolberg selber verhandeln, natürlich. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ah, das ist aber... Ha, gucken wir mal, was wir da hinkriegen. Aktuelles Gehalt 9.900. Wow. Okay, das ist... Wir machen ihn auf Rotation. Sehr gut, das entspricht tatsächlich den Erwartungen. 5 Jahre möchte er Vertrag, das akzeptieren wir. 5 Jahre ist vollkommen in Ordnung. Gehalt, 9.900 verdient er, wir machen 10 draus. Mal gucken, was er dazu sagt. Das Gehalt, das sie Dolberg vorschlagen, ist indiskutabel. What? Mein Klient hat kein Interesse mehr an ihrem Verein. Der verdient gerade 9.900 und oh, hätten wir auf 15.000 erhöhen müssen. So eine Scheiße. Okay, da haben wir es verkackt. Der hat jetzt keinen Bock mehr auf uns. Mein Gott, dann sag doch, ich hätte gerne 30.000 oder so. Red doch einfach mit mir, anstatt sofort abzulehnen. Was ist mit dir los? So, Gonzalo Castro, da ist der FC Barcelona interessiert. Auch da würde ich sagen, Castro verkaufen wir nicht. Der ist uns erstmal zu wichtig. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen trainieren. Was haben wir denn? Philipp, Guerrero, Weigel, Dahoud. Dahoud können wir rausnehmen. Dafür sollten wir vielleicht mal so einen richtig Jungen reinnehmen. Wen haben wir denn? Iñaki Williams, naja, der ist nicht ganz richtig jung. Isak wäre natürlich eine Idee. Wen haben wir noch? Toprak, Zagadou. Zagadou ist natürlich auch klar. Der wäre auch eine Möglichkeit. Sancho wäre auch eine Idee. Sancho ist ein mega talentierter Typ. Eventuell könnten wir da auch nochmal was machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben fortgeschrittene Verteidigung. Ich will keine Verteidigung mit dem trainieren. Ich möchte irgendwie Eimerspiel, Alter. Torvorlagen durch die Tore. Ja, durch die Tore hört sich gut an.
Oder Angriffsszenarios. Angriffsszenarios hört sich sogar noch besser an. Mal gucken, ob er sich irgendwie im Training dann nochmal ein bisschen verbessern kann. Wir brauchen den auf jeden Fall erstmal ein bisschen verbessert, dass er mehr Einsätze kriegt. Eventuell, bis er auf 68 oder sowas ist. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Ansonsten ist er eigentlich für die Mannschaft noch keine wirkliche Alternative, weil wir einfach zu gut aufgestellt sind. Vielleicht, weiß nicht, gegen... Ja, in der ersten Liga gibt es jetzt echt keine Vereine mehr, die Fallobst sind, ne? Das ist echt krass. Also es gibt keinen, sorry an alle Darmstadt-Fans oder so, aber es gibt keinen Darmstadt mehr in der ersten Liga. AS Rom ist daran interessiert, Marcel Schmelzer zu kaufen für 15,8 Millionen. 15,8 Millionen erscheint mir ein ziemlich, ziemlich gutes Angebot zu sein. Wir delegieren das mal, einfach nur zum Testen. Also ich will ihn eigentlich nicht verkaufen. Ich will ihn eigentlich nicht verkaufen, aber wenn man zum Beispiel so ein Angebot kriegen würden, dann muss man eigentlich drüber nachdenken, wenn man ehrlich ist. Dann muss man drüber nachdenken. Jarmolenko. Espanyol Barcelona möchte diesen Spieler ausleihen. Nee, das könnt ihr getrost vergessen. Jarmolenko wird erstmal Stamm spielen wahrscheinlich. Also gehe ich mal stark von aus. Alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Jarmolenko haben wir ja quasi als Dembele-Ersatz geholt. Also von daher macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Also das lassen wir auf jeden Fall nicht zu, dass er ausgeliehen wird. Und wir gehen einfach mal weiter und gucken mal, was da noch so geht. Transferangebot für Pierre-Emerick Aubameyang. Auch das hier, es ist zwar mega krass. Die bieten 81,6 Millionen. Ich sehe auch schon, ne, dass sein Marktwert zwischen 93,9 und 137,7 liegt. Wir werden das auch delegieren. Wir werden das auch delegieren und werden sagen, Anfangsgebot ist 147 und Mindestverkaufssumme ist ähnlich, 145 oder so. Wenn Arsenal sowas bietet, dann muss Aubameyang verkauft werden. Alles andere wäre Quatsch, aber ich denke mal nicht, dass wir da irgendwie tätig werden und dass Arsenal sowas Absurdes bietet. Das wäre für mich totaler Quatsch. So, ich würde auch sagen, dass wir jetzt erstmal die Simulation wieder stoppen, nochmal kurz gucken, was da für Angebote sind. Interesse an Kasper Dolberg. Oh nee, Alter! Angebot über 22,4 Millionen. Kaspar Dolberg verhandelt auch mit einem anderen Team. Das wissen wir jetzt. Park. Ein Angebot für Park. Freiburg ist daran interessiert, Park zu kaufen. 2,5 Millionen bieten sie. Also unter Marktwert will ich den auch nicht verkaufen. Auch wenn wir den, glaube ich, überhaupt nicht... Nee, wir brauchen den, glaube ich, überhaupt nicht. Aber unter Marktwert finde ich schon ein bisschen haarsträubend. Dann brauchen wir hier keinen Karrieremodus spielen. 3 Millionen. Ja gut. Sind einverstanden, okay, alles klar. Park könnte auf jeden Fall verkauft werden für 3 Millionen. Das ist doch okay. Das ist tatsächlich okay. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Wunschliste. Kasper Dolberg. Ja, wir müssen nochmal einen Kauf vorschlagen. Geht nicht anders. Wir haben eben 20,5 Millionen geboten mit 5%. Das werden wir jetzt nochmal versuchen, auch wenn eigentlich schon ein besseres Angebot gekommen ist. Jetzt gucken wir mal, ob die das trotzdem annehmen. Wahrscheinlich nicht. 26,2. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass sie jetzt sagen so, nee, es hat ein anderer Verein mitgeboten. Jetzt seid ihr dran. Jetzt müsst ihr mehr bieten. Das ist ärgerlich. Hätten wir es nicht verkackt mit Kasper Dolberg, wäre das deutlich einfacher gewesen. Wir werden jetzt mal 6 bieten hier. Und dann schauen wir mal, was die Jungs so sagen. Wir sind auf jeden Fall runtergegangen. 22,8. Diesen Vorschlag nehmen wir an. Tja, die erste Verhandlung mit dem Verein ist auf jeden Fall besser, deutlich besser gelaufen. Und jetzt dürfen wir es bei Kasper Dolberg nicht verkacken. Also jetzt in der Verhandlung mit ihm selber um den Vertrag. So, jetzt ist die Frage, was will er haben? Wollen wir mal einfach sagen, 18.000? 18.000 wird er kriegen. Ich denke mal, das ist okay. Wir werden das mal absenden und dann mal gucken, was da so geht. 18.000 pro Woche. Ich hoffe, der nimmt das jetzt an. Also das ist jetzt deutlich mehr, als er jetzt verdient. Deutlich mehr. Faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden, damit hätten wir Kasper Dolberg verpflichtet. Also die zweite Neuverpflichtung hier und wir haben auch schon den zweiten Verkauf mit Park hingekriegt. Ist zwar nicht unbedingt, es ist halt echt schwierig, ne? Es ist echt schwierig. Übereinkunft. Ich habe mit AS Rom eine Transfersumme von 23,7 Millionen für Marcel Schmelzer ausgehandelt. Nein! 23,7 Millionen für Marcel Schmelzer. Shit, das ist eigentlich ein unglaublich krasses Angebot. Also Marcel Schmelzer ist ein Held für Dortmund. Ist eine Legende fast, ne? Aber ganz ehrlich, der ist 11 Millionen wert. Wir würden 23,7 Millionen erhalten vom AS Rom. Er ist 29 Jahre alt, hat eine Gesamtstärke von 80.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Angebot, wo man wirklich drüber nachdenken muss, ehrlich gesagt. Ich werde noch nichts machen. Ich will euch am liebsten fragen, ehrlich gesagt. Wir werden noch mal ein bisschen vorsimulieren. Wir werden noch ein, zwei Tage weitergehen. Aston Villa ist daran interessiert, Park Yoho zu kaufen. 2,6 Millionen, okay. Ah, diese Übereinkunft, ne? Ich kriege eine Krise gerade. Zweites Angebot. Wow. Es geht jetzt sogar so weit, dass wir mehrere Angebote kriegen können. Das ist krass. Wir können jetzt mehrere Angebote kriegen und wahrscheinlich kann jetzt Aston Villa SC Freiburg ausstechen. Wir wollen Park zwar verpflichten, aber mehr sind wir nicht bereit zu zahlen. Ganz ehrlich, dann seid ihr aber schlechter als der SC Freiburg, ne? Freiburg hat wenigstens 3 Millionen 50.000. Oh, die sind einverstanden. Krasser Shit. Wow, okay. Wenn jetzt noch mehr Angebote kommen, dann können wir echt auswählen. Und könnten wir jetzt rein theoretisch, das muss ich mal gucken, keine Aktion verfügbar. Das heißt also, wir haben jetzt ein besseres Angebot von Aston Villa bekommen, aber wir können jetzt nicht sagen, Park, du gehst jetzt eher zu Aston Villa, weil wir brauchen eher das Geld. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Wir warten jetzt erstmal ab auf das Angebot von Aubameyang. Also das würde mich dann auch nochmal jucken. Also wir sind eigentlich gut vorangekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Besser als ich dachte. Roman Weidenfeller zu kaufen. Nee, Roman Weidenfeller werden wir nicht machen. Ich würde fast sagen, wir stoppen den Prozess hier. Wir stoppen hier diese Transferfolge. Es ist so einiges passiert in dieser Folge und da brauche ich eure Unterstützung tatsächlich. Was sollen wir mit Marcel Schmelzer machen? Was sollen wir mit dem Typen machen? Oh, ich bin mir da... Oh, 23,7 Millionen. 23,7 Millionen. Das ist halt echt ein Wert, wo man wirklich drüber nachdenken muss, ne? Es tut mir furchtbar leid. Irgendwie muss man darüber nachdenken. Ich werde nochmal ein bisschen trainieren mit den Jungs. Ich wollte eigentlich eine reine Transferfolge jetzt machen und nur euch nach eurer Meinung fragen. Ich bin so unschlüssig. Naja, zumindest hat Weigel sich jetzt auf die 82 gepusht. Also der entwickelt sich sehr stark. Ist stark in die Richtung auf die 83 gegangen. Wir werden noch mal ein bisschen simulieren. Wir werden noch ein bisschen simulieren. Vielleicht zum Bayern-Spiel schon. Vielleicht zum Bayern-Spiel. Dann gucken wir mal, wie lange das Schmelzer-Angebot anhält. Vielleicht hat sich das schon erledigt. So, Stillstand bei Verhandlungen zu Pierre-Emerick Aubameyang. Ich konnte mit Arsenal leider keine ihrer Ablösesummen wünschen für entsprechende Einigung erzielen. Es bestand keine Bereitschaft, mehr als 81,6 zu bezahlen. Ja, das ist natürlich doof. Und Stillstand bei Transferverhandlungen zu Park. Die Verhandlungen über die Leihe von Park an Freiburg sind zum Stillstand gekommen, da keine Einigung erzielt werden konnte. Freiburg hat sich von den Verhandlungen zurückgezogen. Das ist doch gut. Aston Villa hat ja ein besseres Angebot abgegeben. Also kann ich da auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Und wir werden uns erstmal motivieren, gegen die Bayern zu gewinnen. Also das nächste Spiel wird definitiv gegen die Bayern sein. Es gibt immer noch eine Übereinkunft zu Marcel Schmelzer. Da müssen wir noch annehmen. Und ich hoffe mal, dass AS Rom noch wenigstens 2 Tage wartet, bis ich von euch die Meinung einholen kann. Park ist verkauft für 3,2 Millionen und Angebot für Marcel Schmelzer zurückgezogen. Ja, da hat es jetzt echt zu lange gedauert. Naja, aber eigentlich wollten wir Marcel Schmelzer sowieso nicht verkaufen. Ganz ehrlich, eigentlich wollten wir ihn sowieso nicht verkaufen. Von daher ist alles gut. Schreibt doch nicht mehr in die Kommentare, ob ihr Marcel Schmelzer verkaufen wollt. Aber nein, jetzt letztendlich ist es dann wichtig vielleicht für die Zukunft, ob ihr dann irgendwie Marcel Schmelzer haben wollt oder nicht haben wollt und ab welchem Preis es okay ist, Marcel Schmelzer zu verkaufen. Aber er wird jetzt bleiben, Gott sei Dank, eine Legende bleibt beim BVB. So positiv kann man es dann eben auch sehen. Und das nächste Spiel wird gegen die Bayern sein. Also Heimspiel gegen den FC Bayern München in der nächsten Folge. Diese Folge ist damit auf jeden Fall erstmal beendet. Wir haben ein bisschen Transfers gemacht. Wir haben 2 Spieler gekauft, 2 Spieler verkauft, glaube ich. Insgesamt in dieser Karriere schon. Oder haben wir schon? Nee, 2 Spieler gekauft und 2 Spieler verkauft in dieser Karriere. Ja, immerhin. Also, ein kleiner Tausch. Wir sind jetzt offensiv ein bisschen variabler, würde ich sagen. Wir sind vorher schon variabel gewesen, aber nach Aubameyang kommt ja lange Zeit nichts im Sturm. Philipp vielleicht noch, klar, aber Philipp sehe ich eher als Linksaußen, ehrlich gesagt. Und Isak ist halt noch da, aber das war es dann auch schon. Und da haben wir jetzt einen Dolberg für, finde ich glaube ich okay. Und
FC Bologna gewinnt Rennen um Marcel Risse. Also Marcel Risse ist nicht mehr beim 1. FC Köln. Naja, schauen wir mal, was dann noch so passiert. Auf jeden Fall, diese Folge ist auf jeden Fall beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und in der nächsten Folge dann das Supercup-Spiel gegen den FC Bayern München. Macht es gut und ciao.